Hallo zusammen, herzlich willkommen. Wir wollen uns heute mit einem sehr, sehr weiten Themenfeld auseinandersetzen, nämlich mit dem Verhältnis von Religion und Moral. Für viele gehören diese beiden Punkte, Religion und Moral, ganz unzertrennlich zusammen. Und sie vertreten die Meinung, wenn es keine Religion gäbe, dann gäbe es auch keine Moral. Das geht teilweise sogar schon so weit, dass man im Rückgang des religiösen Glaubens so eine Art Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt oder für die Moralität der Menschen sieht. Beziehungsweise man betont in einer etwas milderen Variante, dass der religiöse Glaube ja furchtbar wichtig ist für die Ethik. Es gibt durchaus auch einige, in unserer Zeit noch einige Politiker eher konservativer Prägung, die an dieser Gleichung Religion gleich Moral intensiv festhalten. Nun, gut zusammengefasst wird diese Position von einem Satz, der eigentlich in keiner Einführung in das Themengebiet Religion und Moral fehlen darf. Er stammt aus Dostojewskis großem Roman Die Brüder Karamasow und lautet so ungefähr: Wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles erlaubt. Das drückt eigentlich sehr gut die Idee aus, um die es uns heute gehen soll, nämlich die, dass es Moral eigentlich nur auf der Basis von Religion geben kann. Das ist aber jetzt die Frage, die wir diskutieren müssen. Ist das denn auch wirklich so? Braucht die Moral die Religion? Schauen wir es uns mal an. Also, prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten, wie man diesen Dostojewski-Satz verstehen könnte. Die eine Möglichkeit ist, es soll heißen, ohne den Glauben an Gott gibt es kein Motiv, moralisch zu sein. Das heißt, es könnte dann zwar moralische Gebote geben, also Gebote, die mir beispielsweise vorschreiben, dass ich keine anderen Menschen töten oder verletzen sollte oder dass ich Notleidenden helfen muss, aber selbst wenn es diese Gebote gäbe, es gibt keinen Grund für mich, mich daran zu halten. Ganz einfach deswegen, weil ich nichts davon hätte. Es gibt keinen Gott, der mich belohnen oder bestrafen könnte, je nachdem, wie ich mich mit dir zu diesen Geboten verhalte. Das heißt, warum soll ich mich überhaupt daran halten? Was habe ich davon? Nichts. Es fehlt mir also ein Motiv, das Richtige zu tun. Die andere Möglichkeit, diesen Satz zu verstehen, wäre, dass er bedeutet, ohne Glauben an Gott gibt es keinen Grund, moralisch zu handeln. Das ist etwas anderes. Das heißt nämlich eigentlich, gäbe es dann gar keine moralischen Gebote. Ein moralisches Gebot hat ja die Besonderheit, dass es mich zu etwas verpflichtet. Es ist nicht einfach nur eine Bitte, so nach dem Motto, wenn du mal Zeit hast, wenn es dir nicht zu viel Mühe macht, könntest du dann bitte vielleicht mal dieses oder jenes tun. Nein, ein moralisches Gebot ist etwas, das ich tun muss. Unabhängig davon, ob es mir passt oder nicht, unabhängig davon, ob ich es will oder nicht. Woher kommt dieser verpflichtende Charakter von moralischen Geboten eigentlich? Wieso bin ich verpflichtet? Wieso soll ich einem Verletzten helfen? Wieso ist mir das nicht einfach nur freigestellt? Nun, eine Möglichkeit wäre zu sagen, ja, der Pflichtcharakter dieser Gebote wurzelt in Gott. Und dann ist der Gedanke hier in diesem Dostojewski-Satz, wenn es einen solchen Gott nicht gibt, dann gibt es nichts, was den moralischen Geboten ihren Pflichtcharakter verleihen würde. Letzten Endes gäbe es dann keine Moral und alle Handlungsvorschriften wären beliebig geworden. Ich kann das tun, wenn es mir Lust bereitet, aber ich muss es nicht. Nichts und niemand verpflichtet mich dazu. Das sind jetzt also die zwei Optionen, die wir haben. Wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles erlaubt. Könnte heißen, dann haben wir kein Motiv, moralisch zu handeln. Oder es könnte heißen, dann haben wir keine Gründe für moralisches Handeln. Schauen wir uns die erste These ein bisschen genauer an. Die Idee ist hier, dass unser Verhalten von Gott kontrolliert und bewertet wird. Also wer moralisch richtig handelt, der wird von Gott belohnt und wer das nicht tut, der wird bestraft. Die Religionen sind sehr kreativ darin, sich die jeweiligen Belohnungen und Bestrafungen auszudenken. Sie haben wahrscheinlich Bilder von Paradies, von Himmel und Hölle und so weiter im Kopf oder auch von irgendwelchen sehr weltlichen Belohnungen oder Strafen. Und es muss nicht mal einen Gott geben in diesen Religionen dafür. Also denken Sie an die Idee des Karma in den östlichen Religionen, im Hinduismus, im Buddhismus. Auch da geht es um eine übernatürliche Belohnung oder Bestrafung oder Vergeltung des Handelns. Dass das Ganze ein bisschen metaphorisch zu verstehen ist hier, das klären wir ein andermal. Gut,
Also wahrscheinlich denken faktisch eine ganze Menge Menschen auf dieser Welt so und verstehen ihre Religion als das Befolgen göttlicher Gebote, um für sich das Beste rauszuholen. Das Problem an der Stelle ist aber, das ist gar keine Moral. Wenn man das Richtige tut, weil man dafür belohnt wird, dann handelt man eigentlich gar nicht moralisch. Dann handelt man nämlich nicht aus Moral, man handelt nicht, weil es richtig ist, sondern man handelt aus Eigeninteresse. Man tut es, weil es letzten Endes nützlich für einen selber ist. Also wenn ich dem Verletzten an der Straße helfe, wenn ich an einem Unfall vorbeikomme, dann tue ich das letzten Endes deswegen, weil ich dafür belohnt werden möchte und nicht, weil es das Richtige ist. Wer also anderen Menschen hilft, weil das von Gott so gewünscht ist und weil er denkt, er wird von Gott dafür belohnt, der handelt im Prinzip nicht besser als ein Hund, der gelernt hat, ein Kunststückchen aufzuführen, wenn er dafür ein Leckerli kriegt. Moralisch ist das nicht. Lawrence Kohlberg, der bekannte Entwicklungspsychologe, der sich mit der Entstehung moralischen Denkens bei Menschen auseinandergesetzt hat, der ordnet diese Orientierung von richtig und falsch an der Belohnung oder Bestrafung durch Autoritäten auf der untersten Stufe der moralischen Entwicklung ein. Das ist die sogenannte präkonventionelle Phase, in der befinden sich Kinder so ab dem Alter von ungefähr 4 bis 7 Jahren. Das ist noch gar keine Moral, das ist die Vorstufe zum moralischen Denken. Also, wenn diese These korrekt wäre, wenn Ethik wirklich davon abhinge, dass die Götter uns dazu erziehen müssen, das Richtige zu tun, dann stünde es verdammt schlecht um unsere Moral. Wie sieht's denn dann mit der zweiten These aus? Könnte es vielleicht sein, dass Gott der Grund der Moral ist? Nun, was soll das jetzt heißen? Das bedeutet, dass moralische Gebote nach diesem Verständnis auch göttliche Gebote sind. Wer moralisch handelt, befolgt damit göttliche Gebote. Das heißt, der Wille Gottes ist es letzten Endes, der festlegt, was der Grund moralischer Verpflichtung ist. Das lässt sich auf verschiedene Weisen näher erläutern. Also eine Möglichkeit wäre zum Beispiel zu sagen, es handelt sich um Gebote, moralische Gebote, aber es gibt kein Gebot ohne einen Gebieter. Regeln und Gesetze, und seien es moralische, brauchen einfach jemanden, der sie aufstellt. Das liegt bereits im Begriff des Gebots oder des Gesetzes begründet. Oder eine andere Möglichkeit, die prominenterweise von dem Theologen John Henry Newman vertreten wurde im 19. Jahrhundert. Man könnte es über den Begriff des Gewissens erklären. Wir alle haben in uns dieses Gewissen, diese innere Stimme, die uns sagt, wenn wir etwas falsch gemacht haben. Wenn wir etwas falsch gemacht haben, schämen wir uns. Wir bereuen, was wir getan haben. Scham und Reue sind nun aber Empfindungen, die man jemand anderem gegenüber hat. Und diese Empfindungen machen dementsprechend nur Sinn, wenn es ein Wesen gibt, dem gegenüber wir Reue empfinden können. Nun, diese Analogien sind leider alle etwas problematisch. Nicht alle Regeln und Gesetze brauchen einen Gesetzgeber. Klar, in der Analogie hier wird an juristische Regeln, an juristische Gesetze gedacht. Und die brauchen natürlich tatsächlich irgendjemanden, der sie erlässt. Also Gesetze im Sinne von juristische Gesetze, die brauchen eine Institution, die ihre Gültigkeit garantiert. Also ein Gesetz ohne einen Staat, der dahinter steht, ich weiß nicht, ob es sowas überhaupt geben könnte, nicht mal begrifflich. Aber es gibt ja auch Naturgesetze. Naturgesetze müssen nicht von irgendjemandem erlassen werden. Also wenn ich beispielsweise diesen Stift hier nehme und fallen lasse, dann muss er zu Boden fallen. Nichts und niemand hat das Gesetz erlassen, dass Dinge zu Boden fallen müssen, wenn man sie loslässt. Nichts und niemand sorgt dafür, dass dieses Gesetz durchgesetzt wird. Trotzdem gilt es. Es ist einfach eine Regularität. Es beschreibt, wie die Dinge sich verhalten. Nun könnte man hier an der Stelle natürlich einwenden, ja, aber hat nicht letzten Endes auch Gott die Naturgesetze erlassen? Wenn wir das zugeben wollten, was selbst an sich nochmal eine kontroverse Frage ist, aber wenn wir das zugeben wollten, dann könnten wir immer noch auf logische Gesetze verweisen. Auch logische Gesetze sind ja Gesetze, die eine verpflichtende Gültigkeit haben. Aber hier gilt auch, niemand hat diese Gesetze erlassen. Also wenn zum Beispiel A gleich B ist und B gleich C ist, dann muss auch A gleich C sein. Aber kein Gott, nichts und niemand hat das Gesetz von der Transitivität der Identität erlassen und niemand sorgt dafür, dass es auch eingehalten wird. Es ist schwer vorstellbar, wie ein solches Gesetz sinnvollerweise als etwas verstanden werden könnte, was von Gott so erlassen worden ist.
Natürlich, zu jeder Position und sei sie auch noch so absurd, gibt es immer irgendeinen Philosophen, der sie doch vertreten hat. In diesem Falle hier wäre das wahrscheinlich der Descartes, der an manchen Stellen tatsächlich den Eindruck erweckt, als wären die Gesetze der Logik tatsächlich so etwas wie göttliche Gebote, die prinzipiell auch hätten anders sein können. Wobei, da verlässt mich tatsächlich meine Vorstellungskraft. Ich kann mir nicht so richtig denken, was das heißen soll, dass die Gesetze der Logik prinzipiell auch andere sein könnten, wenn Gott andere Gesetze erlassen hätte. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen hier, es kann auch Gebote geben, ohne dass jemand diese Gebote erlassen hat, nämlich dann einfach, wenn es Regularitäten sind. So, wir sehen also diese Theorie, dass Gott der Grund der Geltung moralischer Gebote ist, ist nicht ohne weiteres aufrechtzuerhalten. Ganz grundsätzlich stellt sich hier für jede Theorie in dieser Richtung das Problem, dass sie in ein Dilemma reinrennt. Dieses Dilemma ist das sogenannte Euthyphro-Dilemma, benannt nach dem platonischen Dialog, in dem es zum ersten Mal aufgeworfen wird. Es handelt sich um den Dialog Euthyphro. Dieser Euthyphro, das ist ein Priester, der den Sokrates in Athen auf dem Forum trifft und die beiden kommen miteinander ins Gespräch über das Richtige und das Heilige, denn dieser Priester ist gerade dabei, zu Gericht zu gehen und seinen eigenen Vater anzuklagen, weil er einen Sklaven getötet hat. Und Sokrates verwickelt ihn in das Gespräch über die Frage, ja, ist das, was du da tust, eigentlich richtig und stimmen die Götter dem zu, was du da tust? So, und nun gibt es zwei Optionen, in dieser Frage sich zu verhalten. Also zwei Hörner des Dilemmas. Nämlich, erstens, Gott will das Gute, weil es gut ist. Oder, zweitens, das Gute ist deshalb gut, weil Gott es will. Beide dieser Optionen sind nicht überzeugend. Schauen wir uns an, wieso. Option 1 lautet, Gott will das Gute, weil es gut ist. Nun, wenn das so ist, dann gibt es einen unabhängigen Maßstab dafür, was das Gute ist. Das Gute ist an sich gut und Gott nimmt das sozusagen nur zur Kenntnis, wenn er seine Gebote erlässt. Heißt aber dann auch, Gott kann nicht bestimmen, was das Gute ist. Es liegt nicht in seiner Freiheit zu entscheiden, was gut und was schlecht ist. Er kann nur unabhängig von ihm existierende Wertmaßstäbe des Guten anerkennen und sozusagen weiterleiten. Die Gründe, warum irgendetwas Gutes gut ist, die haben dann allerdings gar nichts mehr mit Gott zu tun. Sie liegen in irgendetwas anderem, was auch immer das dann sein mag. Wichtig ist nur, sie haben nichts mit Gott zu tun. Das heißt, Gott ist irgendwie überflüssig geworden für die Moral. Das Gute wäre auch dann gut, wenn es keinen Gott gäbe, weil das Gute nichts mit Gott zu tun hat. Das ist aber jetzt eigentlich doch die Widerlegung der ursprünglichen These. Erinnern wir uns, es ging um die Frage, ist Gott der Grund für die Gültigkeit moralischer Gebote. Nun, wenn wir das annehmen wollen, dass Gott moralische Gebote erlässt und sagen, diese Gebote sind nicht deshalb gut, weil Gott sie erlassen hat, sondern Gott erlässt sie, weil sie gut sind, dann haben wir gerade diese These widerlegt. Denn wir haben gezeigt, dass diese Gebote einfach nur gut sind, unabhängig von Gott. Was ist mit der zweiten Option, dem zweiten Horn des Dilemmas? Das Gute ist gut, weil Gott es will. Nun ja, dann ist alles, was Gott will, automatisch gut. Und zwar nur deswegen, weil Gott es will. Aber das ist seltsam. Denn das würde bedeuten, dass es prinzipiell möglich ist, dass Gott alle möglichen Dinge will, die wir intuitiv für furchtbar schlecht und falsch halten würden. Und trotzdem müssten wir sagen, dass sie gut sind. Also, wenn Gott von uns will, dass wir unschuldige Kinder vergasen oder dass wir die Ungläubigen massakrieren, dann muss das offensichtlich gut sein. Denn das Gute ist das, was Gott will. Wie können aber solche Gebote mit der Idee eines vollkommen guten Gottes in Einklang gebracht werden? Vielleicht würden die Gläubigen sich jetzt auf die Position zurückziehen und sagen, naja, das ist halt Gottes Wille und wenn Gott das will, dann muss es halt gut sein, denn sonst würde Gott es ja nicht wollen. Aber wenn Gottes Wille alleine festlegt, was das Gute ist, dann verliert der Begriff des Guten seine Bedeutung. Er bedeutet einfach nicht mehr das, was wir im normalen alltäglichen Gebrauch darunter verstehen würden. An dieser Stelle wäre also die einzige sinnvolle Erwiderung auf den Gläubigen, der daran festhalten möchte, dass das Gute deswegen gut ist, weil Gott es will. Tut mir leid, ich verstehe nicht, was du mit dem Wort gut meinst. Es muss irgendwas anderes bedeuten als das, was ich meine, aber ich verstehe nicht, was es sein soll. Diese Position ist von Søren Kierkegaard wahrscheinlich vertreten worden. In seinem Buch
Furcht und Zittern macht er das ganz gut deutlich, wenn er sich mit der biblischen Legende von Abraham und Isaak auseinandersetzt. Sie erinnern sich vielleicht aus der Schule daran. Abraham hat im späten Alter noch einen Sohn bekommen, nachdem er lange Zeit kinderlos geblieben ist, der ihm sozusagen von Gott geschenkt worden ist. Und dann, als dieser Sohn einige Zeit herangewachsen ist, bekommt er plötzlich von Gott den Auftrag, ihm diesen, seinen einzigen Sohn, zu opfern. Abraham schickt sich auch an, das zu tun, und bevor er es dann ausführen kann, greift Gott in letzter Sekunde noch ein und sagt, Moment mal, sorry, war nicht so gemeint, das war in Wirklichkeit nur ein Test. Kierkegaard stellt sich jetzt angesichts dieser Geschichte die Frage, warum sollte Abraham das eigentlich tun, den eigenen Sohn töten, nur weil Gott es befohlen hat? Und er schreibt dazu in einem Textauszug, das Sie auch in Ihren Unterlagen finden. Warum tut es Abraham denn? Gottes wegen und völlig identisch hier mit seiner selbst wegen. Gottes wegen tut er es, weil Gott diesen Beweis seines Glaubens fordert. Seiner selbst wegen tut er es, damit er den Beweis führen kann. Die Einheit dessen ist völlig richtig in jenem Wort ausgedrückt, womit man immer dieses Verhältnis bezeichnet hat. Es ist eine Prüfung, eine Versuchung. Eine Versuchung, aber was soll das heißen? Was sonst einen Menschen versucht, ist ja das, was ihn abhalten will, seine Pflicht zu tun. Aber hier ist die Versuchung das Ethische selber, das ihn abhalten will, Gottes Willen zu tun. Aber was ist denn die Pflicht? Die Pflicht ist ja gerade der Ausdruck für Gottes Willen. Für Kierkegaard wird also hier in dieser Situation das Ethische suspendiert durch den Glauben. Also es wird aufgehoben, es verliert seine Verpflichtungskraft angesichts der Ansprüche, die Gott an uns stellt. Das heißt, wenn wir es in letzter Konsequenz zu Ende denken, Religion ist eigentlich gar nicht die Grundlage der Moral, sondern Religion steht über der Moral. Es ist eigentlich also auch gar nicht mehr das, was die Vertreter unserer ursprünglichen These wollten, nämlich zu zeigen, dass die Gültigkeit der Moral aus der Religion kommt. In Wahrheit stehen die beiden einem Kontrast, einem Konflikt miteinander, und Religion, ja, gewinnt gegenüber der Moral für Kierkegaard. Wir könnten sogar sagen, eigentlich ist das, was Kierkegaard hier vorschlägt, die Umkehrung des Dostojewski-Satzes. Wenn es einen Gott gibt, dann ist alles erlaubt. Für diesen Gott nämlich. So, was heißt das jetzt für unsere Ausgangsfrage? Braucht Moral Religion? Offenbar nicht. Wenn göttliche Gebote unabhängig von Gott gut sind, dann braucht es keinen Gott. Dann kommen wir ganz einfach so mit der Moral aus, wo auch immer sie sonst begründet sein mag. Wenn was immer Gott gebietet gut ist, dann braucht es keine Moral mehr. Dann müssen wir uns nur an Gott halten und die Moral fahren lassen. Das halte ich für eine denkbar schlechte Alternative. Die Lösung kann also nur lauten, Moral ist nicht auf Religion angewiesen. Auch wenn es keinen Gott gibt, ist nicht alles erlaubt.